5, 4, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Geschichte der Yeezys, in dem wir uns mit dem Yeezy 350 V2 beschäftigen. Da dieser der prominenteste und auch am häufigsten erschienene Yeezy ist, widmen wir ihm ein eigenes Video. Die Playlist zur Yeezy-Geschichte findet ihr hier oben verlinkt, falls ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut dies gerne jetzt und drückt auf die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Der Yeezy 350 V2. Der Yeezy 350 V2 ist mit Abstand der beliebteste und bekannteste Yeezy, von dem auch im Jahr 2020 noch neue Colorways erscheinen. Er brachte Yeezys endgültig in den Mainstream und war durch den Riesenhype auch der mit Abstand am häufigsten gefakte Schuh. Er unterscheidet sich vom V1 vor allem durch eine Extended Tongue, den fehlenden Heel Tab, der dann aber später wieder hinzugefügt wurde, und durch den SPLY 350 Streifen, der später durch einen durchscheinenden ausgetauscht wurde. Es wurde nie offiziell bestätigt, wofür das SPLY steht, aber laut Gerüchten steht es entweder für Saint Pablo Loves You oder für Supply. Der erste Colorway war der Beluga, der für $220 im September 2016 erschien. Darauf folgten drei Colorways am Black Friday, die sich allerdings nur in der Farbe des Streifen unterschieden, in Rot, Grün und Kupferfarben. Im Dezember folgte darauf der fünfte, der sogenannte Oreo mit einem weißen Streifen. Im Februar 2017 erschien der Brad, gefolgt vom Zebra, der auch im gleichen Monat noch erschien. Danach erschien der Cream White im April, als erster ohne den SPLY-Schriftzug, der Semi-Frozen Yellow im November 2017 und der Beluga 2.0 im gleichen Monat. Als nächstes wurden der Blue Tint im Dezember und der Butter im Juni 2018 released. Als nächstes stand im September 2018 der erste Restock, nämlich der des Triple Whites an, mit insgesamt 1 Million releaseden Schuhen, was zudem das größte Release an Yeezys aller Zeiten war. Danach fand im November auch ein Restock des Zebra Colorways statt. Als nächstes stand das Release des Sesame Colorways am Black Friday sowie ein Restock des Frozen Yellows im Dezember an. Das Jahr 2018 beendete im Dezember der Static, der in einer reflektierenden Version, die deutlich seltener war, und einer Standardversion erschien, wobei die Standardversion nur die Laces reflektierten und bei der Reflective-Version das gesamte Upper. Dies wurde bei einigen darauffolgenden Releases übernommen und zudem wurde der durchscheinende Streifen eingeführt. Das Jahr 2019 war dann das Jahr mit den mit Abstand meisten Yeezy-Releases. Es begann im März mit den ersten regional exklusiven Yeezys, denn der Clay erschien nur in Nord- und Südamerika, der True Form nur in Europa und Russland und der Hyperspace nur in Asien und Afrika. Darauf folgte im Mai der Glow in the Dark, der als einziger $250 kostet, allerdings auch der einzige ist, der im Dunkeln leuchtet. Als nächstes erschien im Juni der Black, der zurzeit einzige All Black Yeezy 350 V2 ist und deshalb für viele auch der beste ist. Im Juli kamen ein weiteres Mal regional exklusive Yeezys raus, mit dem Antlia für Europa, den Thym für Afrika und Asien und dem Landmark für Nord- und Südamerika. Dann erschienen noch im September der Cloud White und der Citroen, sowie im Dezember der Yeezreel und der Yeezheel, der zum ersten Mal verschiedene laute Farben in einem 350 vereint. Im Jahr 2020 scheint die Produktion von neuen 350 V2 Colorways nicht zu stoppen, da zurzeit, also im Februar, schon 8 neue Colorways angekündigt wurden, nämlich der Cinder, der Desert Sage, der Earth, der Flex, der Leinen, der Marsh sowie der Tail Light und der Yeshaya. Diese unterscheiden sich teilweise durch einen reflektierenden Streifen sowie durch das Wegfallen des Heelstraps von den vorherigen Modellen. Da der 350 V2 auch in 2020 noch der beliebteste Yeezy ist, wird es wahrscheinlich noch dauern, bis die Produktion des Modells eingestellt wird. Dies ist das Ende des dritten Teils der Yeezy-Geschichte. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne eine Bewertung und einen Kommentar. Folgt uns auch gerne auf Twitter und Instagram. Und bis zum nächsten Video. Haut rein!